Willkommen zur Mick Schumacher Karriere. Die Formel 1 in unserer Season hier ist zu Gast in Monte Carlo. Ich bin sehr scared. Also was soll ich euch sagen? Ich hasse eigentlich, es ist so eine Hassliebe. Ich mag die Strecke sehr, aber fahrtechnisch ist das wirklich eine unfassbare Herausforderung, weswegen ich hier wirklich maximal motiviert bin, aber auch maximalen Respekt habe. Die ersten Rennen liefen eigentlich ziemlich gut. Schaut gerne oben rechts vorbei. Da ist auch die gesamte Playlist drin. 3,3 Kilometer, 19 Kurven und eine DRS-Zone, die auch quasi kaum irgendwas bringen wird. Abonniert gern kostenlos den Channel, falls ihr noch nicht habt. Ich würde mich auch gern über ein Däumchen oben freuen, falls euch meine Videos sehr gefallen. Und schaut auch gerne auf Instagram IT-Gaming und auch gerne auf TikTok IT-Tobi vorbei. Es geht los in mein Quick Qualifying. Erste Kurve hardcore geschnitten. Gott sei Dank ist das alles noch im Rahmen gewesen. Den Berg hinauf Richtung Casino. Hier muss man echt ganz, ganz knapp sich an die Mauer dran trauen. Ich traue dem Hasen nur noch nicht ganz so und bis jetzt wären wir Platz 1 Kandidat. Wichtig zu sagen, Traktionskontrolle mitten selbst schalten und auch selbst bremsen. Aber, das große Aber, KI nur auf 90, weil ich einfach zu schwach bin. Wobei ich mir, wenn ich mir das hier so angucke, eigentlich sogar gut mithalten kann. Wir haben bis zum Tunnel tatsächlich die Nase vorne und sind auf Polkurs. Gut, die ist jetzt wieder weg und wir sind schon direkt auf dem vierten, fünften Platz abgerutscht. Hier durch den Tunnel durch und die Hafenschikane. Das ist auch so ein schwieriger Moment. Ich komme hier wirklich gut durch, sauber. Rutscht sogar wieder auf den zweiten Platz rauf. Also das ist wirklich eine quasi Skyfall-Runde. Leichtes Rutschen nach Tabak und hier Schwimmbadschikane. Ganz gut durchgekommen, aber da fehlt jetzt schon einiges an Zeit. Wir sind schon unter den Top 10 aus der letzten Kurve raus. Kann ich mich nochmal ein bisschen verbessern? Wird das reichen? Reicht es, um diesen Platz zu behalten? Gucken wir uns das Ganze mal in der Startaufstellung an. Aber ich bin sehr zufrieden. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Carlos Sainz von der Pole. Und Charles Leclerc steht auf P2. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Oscar Piastri, Perez, Norris, Russell, Hamilton, Verstappen, Fernando Alonso, der Goldjunge, Gasly, Joe, Tsunoda, Ocon, Stroll, Albon, Bottas, Hülkenberg, Ricciardo und Logan Sargeant. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Let's go, Leute, wir sind hier also am Grid. Unser erstes Monaco-Rennen mit Mick Schumacher und lights out und let's go hier direkt in einer Reihe mit dem Rivalen und ich hab's, eigentlich gemacht wie alle, bin da so ein bisschen der Mitläufer gewesen und habe ich auch für den gelben Reifen im ersten Stint entschieden. Mal gucken, vielleicht dann auf weiß, weil es sind ja doch 27 Runden, auch wenn es nur 3,3 Kilometer sind. Du hast natürlich auch wieder diese Rausbeschleunigungen. Boah, da rutsche ich weit neben die Mauer. Das war glücklicherweise kein Flügelschaden. Dennoch sind wir hier tatsächlich auf Platz 8. Und da gehe ich tatsächlich rein. Gegen den siebenfachen Weltmeister reicht aber noch nicht. Und kann ich mich hier vorbeiquetschen in dieser engen Stelle? Wir verhaken uns leicht, weil auch Hamilton hier gar nicht nachgeben will. Aber musste dann doch zugeben, dass ich da den besseren Exit hatte. Halleluja. Mal direkt gucken, ob das eh kein Flügelschaden war. Nein, war ein glücklicherweise nicht. Wir sind in der ersten Runde immer noch. Und jetzt mal auf Platz 7. Was bedeutet das jetzt für unseren weiteren Verlauf? Ja, natürlich, Monaco ist Qualifying alles. Hätte ich das Qualifying noch ein bisschen besser hingebracht, wären wir tatsächlich schon irgendwie in den Top 5 gelandet. Doch jetzt müssen wir uns so ein bisschen mit Strategie durcharbeiten. Die roten Reifen vor uns werden quasi die ersten 10 Runden viel schneller sein als wir. Das ist ganz klar. Also ich werde da kaum eine Chance haben, irgendwie mitzugehen. Aber wir werden uns natürlich jetzt mal zurücklehnen. Werden mal kurz ein bisschen chillen und werden auf jeden Fall mal gucken. Vielleicht reicht es ja dann doch, um irgendwas noch draus zu machen. Also mal abwarten, mal gucken, mal Tee trinken, mal Chai
und auf jeden Fall dann auch gleich mal die Start-Replay angucken, wobei ich echt zufrieden bin. Die Pace ist gut und wir können auch dem McLaren halbwegs gut folgen. Das ist jetzt also der Start. Und was soll ich sagen, eine komplett rote erste Reihe. Wann gab es das letzte Mal? Das ist, glaube ich, schon ein bisschen länger her. Also tatsächlich kam ich da wirklich gut weg. Außen am Red Bull vorbei, ein bisschen mehr Schwung konnte ich da sammeln. Und natürlich finde ich das, ja, es war nicht ganz so easy, wie ich mir das gegen Hamilton gedacht habe. Aber ich bin ehrlich gesagt tatsächlich so ein bisschen froh, dass ich es gewagt habe, hier da reinzugehen. Hamilton lässt halt wirklich lange, lange die Tür offen, auch hier lässt er uns den Platz und fährt dann irgendwie innen da fast gegen den McLaren und übersieht dann quasi mich. Ob das jetzt natürlich hundertprozentig fair war, weiß ich nicht, aber es ist Monte Carlo und ich glaube, man muss hier wirklich jeden Strohhalm nutzen, um hier quasi vorne zu bleiben. Jetzt Anfang dritter Runde, DRS ist enabled und ich bin theoretisch sogar im DRS-Fenster. Das Gute an Monaco ist tatsächlich, man braucht kaum Speed. Ich komme hier quasi mit der Pace von Russell und Norris mit und hinter mir ist auch Hamilton. Ja, es sind zwar nur 4 Zehntel, aber das ist kaum was, was uns da nach vorne hin fehlt. Ich werde auf jeden Fall versuchen, dann bis zu Start und Ziel geraden. Oh, der linke Vorderreifen, der macht mir ein bisschen Sorgen. Auch das Getriebe ist ein bisschen kaputt, aber gerade der linke Vorderreifen, der ist nicht mehr so schön. Das kommt auch von den ein oder anderen Ditcher gegen die Mauer. Das kann ich zwar natürlich selbst verhindern, aber es ist teilweise, merkst du das gar nicht. Du rutschst so ganz leicht und verlierst wieder ein paar Prozent. So, jetzt geht es hier aus der letzten Kurve raus und ich habe tatsächlich die große Hoffnung, dass wir hier gegen Lando Norris was machen können. Bis jetzt hat es noch nicht ganz gereicht. Ab hier letzte Kurve, Runde 4. Und wir sind tatsächlich bis auf 2 Zehntel dran gekommen. Ich sauge mich hier an Lando Norris dran. Ich platziere mich neben ihn. Er lässt uns den nötigen Platz. Und das war, glaube ich, ein typisches Monte Carlo Overtake hier. Ich glaube, besser und mehr Platz hätte ich ihm nicht geben können. Und das war knapp, aber doch knapp genug und auch, ich glaube, fair genug für Monaco-Verhältnisse. 6. Platz hier und ich muss sagen, das Auto funktioniert wie ein Uhrwerk. Ich habe tatsächlich megamäßige Pläne hier. Also ich weiß nicht genau, ob wir auf Rot gehen können. Pitstop-Delta-Time 13 bis 24. Also ich bezweifle, dass ich 24 Runden mit Gelb aushalten kann. Und der linke Vorderreifen macht mir Sorgen. Auch rechts bin ich hier leider irgendwo touchiert. Es ist ein minimaler Schaden. Also das ist nur ein kleines Loch an dem Side-Endblade. Aber ja, ihr kennt Formel 1 und man merkt das halt dann schon ein bisschen, dass es zieht beim Einlenken. Aber, ich kann mich immer noch gut vor Norris halten und vor allem dank DRS, aber auch dank Slipstream gegen George Russell kann ich hier easy mitgehen. Die roten Reifen, glaube ich, auch sind jetzt so ein bisschen an einem, wie heißt es, dieser Effekt, dass es hier tatsächlich uns bald, dass wir tatsächlich bald den besseren Reifen haben werden. Ob ich hier tatsächlich dennoch mit Gelb und dann auf Rot gehen kann, das ist eine komplett andere Sache. Also ich bin mir da absolut nicht sicher, ob das funktionieren wird. Mal schauen.
Ist tatsächlich nicht so einfach als gedacht. Ich hänge immer noch ein bisschen hinter Russell fest. Ich werde safe nicht den Flügel wechseln, wenn wir in die Box gehen. 10. Runde, der linke Vorderreifen, wie gesagt, der macht mir ordentlich Sorgen. Auch das Getriebe wird schon ein bisschen lediert. War natürlich, ich habe gar nicht drauf geguckt. Das müssen wir dann auf jeden Fall austauschen. Wir haben, glaube ich, erst das zweite oder ich glaube generell das erste überall außer beim SE. Also das ist ziemlich souverän für einen Haas. Ist das echt strapazierfähig? Und da haben wir echt ordentlich auch strapazier. Das ist ordentlich, muss ich echt zugeben. Der Haas lässt sich hier tatsächlich nicht zu lumpen. Auch motortechnisch sind wir wirklich gut. Das ist eher schon an diese Season angerechnet, als wir in die vergangene. Und ja, generell freue mich auch schon auf den China Grand Prix. Ich werde viel Stuff online bringen, unter anderem auch auf TikTok. Schaut da unbedingt gern vorbei. Es ist auch das erste Sprintrennen dieses Jahres und das um 5 Uhr morgens. Also da gibt es mir Melbourne Vibes. Jetzt aber mal hier zurück an der Hafenschikane. Es fällt sichtlich schwerer, an Russell dran zu bleiben. Also vielleicht haben die roten Reifen nochmal so ein bisschen Leben bekommen. Doch das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schwierig. Die Reifen an sich sind gut. Jetzt gehen wir mal in die Box rein. Gleichzeitig mit Charles Leclerc. Der war aber schon drinnen. Also ich habe mich doch für die weißen Reifen entschieden. 15 Runden mit Rudi ist absolut unfahrbar. Muss jetzt echt besser aufpassen. Nicht mehr Flügelschaden und vor allem auch kein Reifenschaden mehr. Denn das könnte jetzt echt sehr, 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 sehr kritisch werden, wenn das noch einmal passiert. Ich komme Gott sei Dank vor dem Bottas raus. Lando Norris ist jetzt, also Bottas ist zwischen mir und Lando Norris. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Und das wird uns da echt weiterhelfen. Das hilft uns auch tatsächlich weiter. Jetzt ist ein großer Teil meiner Vorderleute an der Box und wird es mir gelingen, vor George Russell rauszukommen. Und tatsächlich, mir gelingt der Overcut, der Undercut gegen George Russell, während wir uns hier auch noch ein paar Replays angucken, wie zum Beispiel gegen Russell, wo ich auch nicht vorbeigekommen bin. Also das bedeutet auch, ja, da gab es eine leichte Berührung, ich war zu spät auf der Bremse und ich glaube auch, dass ich von hier diesen Flügelschaden hatte, wobei ich das echt nicht mehr richtig beurteilen kann, dann im Tunnel hier gegen den Albon bin ich außen vorbei. Wir gehen hier ganz, ganz eng an dieser Schikane und der probiert innen dran zu bleiben. Das war echt eine haarscharfe Nummer. Und hier jetzt, da ist Piastri und vor allem ist er mit Lance Stroll ein bisschen im Fighten. Können wir daraus unser Profit schlagen?
Wir sind hier auf der Start- und Zielgeraden, gucken uns jetzt mal an, was alles so bis jetzt passiert ist. So ein kleiner Train hat sich gebildet, nämlich also beide Ferrari und Piastri, und die gurken so ein bisschen hinten her. Ich quetsche mich hier tatsächlich an Oscar Piastri in der langsamsten Kurve vorbei und kann da echt als Sieger rausgehen. Da hinten hat es kurz gerocht, gab es einen Verbremser. Ich bin jetzt direkt hinter Carlos Sainz, und Leute, wenn das so zu Ende geht, schaffe ich es tatsächlich im 7. Rennen mit dem Haas auf dem Podium zu landen, weil die Pace einfach unglaublich ist. Doch einer hat noch was dagegen, der heißt Sergio Perez. Jo Leute, schlechte Nachrichten, denn wir sind hier mitten im Endfeld. Habt ihr diesen Rutscher gesehen? Da bin ich fast abgeflogen. Halleluja, Halleluja Leute. Und jetzt sind wir hier in Endrunde. Es regnet wie aus Eimern, alle mit den Slicks drauf. Und das bedeutet tatsächlich, wir müssen hier noch einmal richtig, richtig aufpassen. Das könnte hier sehr schlimm ausgehen, aber auch gut ausgehen. Also die letzte Runde wird entscheidend sein, ob ich hier als Hero oder doch als Loser vorangehe. Ich rutsche hier in der ersten Kurve gegen die Mauer. Ja, genau, Leute. Das ist absolut scheiße, wie es hier gerade abgeht. Ich komme kaum mehr vom Fleck. Ich komme aus dem Tunnel raus. Es ist Oscar Piastri an uns vorbei, aber der rutscht und ich rutsche auch. Und ich gehe hier irgendwie neben ihn vorbei. Er war kurz mal wieder vorbei. Nein, jetzt gibt es da noch den Unterbodenschaden. Das ist komplette Katastrophe. Wir gehen hier nebeneinander in Tabak rein. Es ist ganz eng, ganz rutschig. Es ist tatsächlich ein Horrorszenario. Ich hasse diese Wetterbedingungen und heb hier fast schon das 10. Mal ab. Es ist hier so eng, Leute. Aber ich glaube, wenn ich Raskas noch einmal überstehe, wird das reichen. Da gucken wir uns noch einmal diesen
Zwischenfall an. Und der sah tatsächlich ganz komisch aus. Der ist hier beim Einlenken gerutscht. Ich konnte nicht einlenken und hatte so ein bisschen auch die Hoffnung, dass das gut geht mit dem neben die Strecke und dann leicht vorbeilassen. Es ist wirklich hier enorm. Aber es sollte reichen, um hier als großer Sieger hervorzugehen. Wir kommen hier aus der letzten Kurve raus, Leute. Es wird ganz, ganz eng und es reicht, Leute. Wir stehen auf dem Podium. Das erste Mal in unserer Mick Schumacher Karriere. Und es gelingt uns ähnlich wie auch in der Audi Karriere in Monaco. Das war mal wieder ein packender großer Preis von Monaco. Wir haben die ganze Zeit mitgefiebert und jetzt steht der Sieger fest. Stefan Römer, was denkst du? Was hat heute den Unterschied gemacht? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zum Wagen gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Der Wagen hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Bei der Siegerehrung sehen wir den berühmten roten Anzug, der den Fans auf der ganzen Welt bekannt ist. Ein Weltklasse-Sieg für ein Weltklasse-Team. Ferrari hat es wieder einmal geschafft.